Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde vom Hightech Survival im Haukenland. Gestern haben wir so ziemlich eigentlich alles gemacht, was man so machen konnte. Und ich glaube, da sollten wir heute vielleicht sogar weitermachen. Als letztes hatten wir ja gestern noch drei neue Sägen gebaut, genau. Und die werden wir dann jetzt heute erstmal mit den Ressourcen nutzen, die wir da abgebaut haben. Sprich also mit dem Marmor. Mein Rechner ist ein wenig ausgelastet. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, was er hat. Ich weiß nicht, wie ein Programm den Rechner nur so auslasten kann. Was an den Optionen da einfach nicht stimmt. Was stimmt nicht mit dir? Aber PCs sind manchmal so, sie verhalten sich einfach dann wie 6-jährige Mädchen, dem man die Barbie weggenommen hat. Ach Quatsch. Ist mir schon mal passiert, wa? Ja. Es mangelt an Übersichtlichkeit. Einfach zu viele Möglichkeiten. Muss eigentlich auch gar nicht großartig aufladen. Ja, aber ziemlich viel Rummel dabei. Wa? Erdbeeren galore. Jetzt. Ha! Sehr schön. Ressourcen könnten wir mal wieder hier reinschmeißen. Denn vielleicht sollten wir mal ins Bett gehen. Ah, jetzt ja, es funktioniert. Tin, ja, mit Tin könnte es eigentlich auch weitergehen. Da ist nur leider nichts fertig. Schmeißen wir das einfach mal rein. Schmeißen wir Ressourcen rein, solange wir Ressourcen reinschmeißen können und ergänzen es dann nachher einfach nur noch. So viele Erdbeeren brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Können wir mal hier lassen. Melönchen lassen wir mal hier. Ja, da doch mal so ein paar mehr sollten wir schon mitnehmen. Das kommt einfach besser. Das Holz können wir hier lassen. Warum habe ich eigentlich gar keinen Sound? Fällt mir mal so auf. Hier habe ich keinen Sound. Das ist merkwürdig. Moment, ich muss da mal eben rumfiddeln. Wie ich das ja so gerne tue. Vielleicht auch einfach nochmal das Game neu starten. Könnte ja auch schon was bringen. Wobei im Menü hatte ich eigentlich... Ich hatte doch vorhin... Müssen wir mal eben beenden und einfach nochmal neu starten. Ich will hoffen, dass dann die Sache funktioniert. Wäre sehr wünschenswert. Gut, also das Ganze nochmal von vorn. Modpacks hier. The 1710 Pack. Den haben wir auf einem Server mal ausprobiert. Man kann sich das, glaube ich, sogar noch bei Dr. Snone auf seinem Twitch-Kanal anschauen. Das sollte machbar sein. Warum ist das hier eigentlich... Warum geht das hier eigentlich nicht? Heute ist mal wieder der Wurm drin. Auf ganzer Linie. Ist halt Techno-Schnickschnack. Guck mal, ob es jetzt funktioniert. Ich fand die Ladezeit hier im Haukenpack, also gerade unter 147, schon ziemlich lang. Allerdings musste ich mich bei The 1710 Pack eines Besseren belehren lassen. Es geht sogar noch einiges länger. Also es ist so ein bisschen wie damals mit dem Cefi und der Datasette. Ah. Ah. Hört sich schon besser an. Please press Play on Tape und dann konnte man sich erstmal einen Kaffee aufsetzen gehen. Und in der Zwischenzeit hat dann
Ja, ich glaube, das war sogar mit buntem Geflacker. Geht's? Ich glaube, es geht jetzt. Schön. Geräusch ist nicht so schön. Ich glaube, das Gold, das konnten wir auch gar nicht mehr unterbringen, weil nämlich alles voll war. Genau. Ich tue es zwar ungern, weil es ist wieder dann nicht sortenrein, aber ich schmeiße es einfach mal damit rein. 19 Diamanten haben wir jetzt. Schnell weg. Ich kann den Lärm nicht ertragen. Oh. Na? Spinnenmann? Er setzt die nieder. Also irgendwie... Irgendwie ist es komisch. Gut, die 19 Schienen, die nehmen wir noch mit. Wir hätten vielleicht noch ein paar Lampen bauen können, ne? Das wäre nicht die schlechteste Idee aller Möglichkeiten gewesen, aber es, da müssen wir heute mal mit zurechtkommen. So, jetzt pflanzen wir erstmal die Blume hier ein, damit wir die nicht noch mitnehmen und na, vielleicht... Na, schade. Es hätte ja ein Hühnchen werden können. Ansonsten haben wir hier noch den ganzen Kladderadatsch. Da ist der Rucksack mit den wichtigen Sachen. Das schmeiße ich jetzt einfach mal weg. Wahrscheinlich werde ich es gleich eh wieder aufnehmen, wenn ich mit der Minenkarre da lang eier, aber sei es drum. Gut, das machen wir so. Zack. Schon einen ganzen Stack Antriebsschienen. Wir haben nur 6 Redstone, aber na, ist ja auch immer eine nervliche Sache da mit dem Weiterkommen. Nicht nur die Schienen bauen, sondern auch die Beschleunigerspuren setzen dann nach 16 Metern jeweils. Mal Auge werfen, ob denn oben hier überall auch Glascover drauf sind. Müssten eigentlich. Cyrus hat da ja einen sehr gewissenhaften Job abgeliefert. Schade, ich hätte auch mal gucken können, wo wir starten und wo wir wieder aussteigen. Wie weit wir jetzt im Grunde schon gekommen sind hier in dem Tunnel. Ist ja schon ein ganzes Eck. Also jede Lampe 3 Meter, ne, das ja. Wir sind ja auch schon eine ganze Weile unterwegs jetzt. Das ist echt schon verdammt ein paar Meter geworden hier. Das trifft sich sehr gut. Also lampenmäßig astrein, sogar bis da hinten. Dann könnten wir eigentlich auch mal noch ein bisschen mehr an Marmor auspacken. So, das, das, das. Die 28 werden wir auf jeden Fall brauchen für Blöcke. Essen brauchen wir jetzt noch nicht. Dann setzen wir einfach erstmal hier. So, dann fangen wir damit an. Jetzt sollte ich das gegen den Drill ersetzen. Hier gibt es keinen Resin abzugreifen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Weil es ist nämlich in Wirklichkeit gar nicht so spektakulär, mir dabei zuzusehen, wie ich hier immer bis 16 zähle und Beschleunigerspuren setze. Aber man, wie man sieht, es geht langsam, aber stetig voran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. War schon jetzt, na komm schon, eigentlich ein bisschen riskant. Ja, in der Höhe besten niemals unter sich graben. So direkt. Größte Fehler, den man in Minecraft machen kann. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Schubsen wir die Waggons nochmal weg. Wahrscheinlich ist dann auch gleich die Brechstange im Arsch. Geht aber noch. Ich glaube, einmal können wir noch zuhauen. Warum ist eigentlich meine Vorschau, meine Videovorschau kaputt? Streame ich eigentlich gar nicht? Weiß ich nicht. Sollte doch eigentlich funktionieren jetzt. Und mein Rechner ist auch gar nicht mehr so ausgelastet. Ich weiß auch nicht, was er dann da immer hat. Komisch das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. Einmal schön dann auszurechnen, was effizienter ist. Die Steine da unten einfach liegen, obwohl wir brauchen Kobbel. Also wir können den da nicht liegen lassen. Wir müssen den quasi mitnehmen. Wir sind dazu gezwungen. Einen können wir noch, einen machen wir noch. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und da höre ich blubbern. So, Hier sind keine Lampen mehr. Hier sind keine Lampen mehr. Könnten wir ja auch mal eben. Ich sag, wir hätten noch Lampen bauen sollen. Sollen wir gleich nochmal zurück. Also langsam ist das nämlich dann auch ein bisschen zeitaufwendig, immer hin und her. Den Kurbel brauchen wir. Setzen wir einfach doch schon die nächste Schiene und die dann mit ohne Redstone-Fackel. Dann wissen wir, wo wir sind. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wie kommt dann hier hin? Und zack, und da ist halt keine Fackel drunter. Ich glaube, ich habe sogar noch Lampen auf Tasche. Warte mal. Nee, habe ich natürlich nicht. Das mal so. Mal da hoch. Die 25 können wir vielleicht da hinten nachher noch irgendwo unterbringen. Ich muss erstmal den Kobbel da rein. Dass ich die Dinger nicht mitgenommen habe, ich Idiot. Ja. Ah, die Glascover sollte ich mal wegstecken. Die sollte ich mal wegtun, weil sonst zieht er nämlich immer die falschen nach. Da habe ich keinen Bock drauf. Also dann immer stackweise die Lampen. Das hat er ja vorher auch schon gemacht. Aus einem nicht ersichtlichen Grund. So, Dali. Machen wir die 22. Na, obwohl, ne, komm. Muss auch erstmal so gehen. Sollten ja jetzt ungefähr 10 Stacks sein, die wir hier haben. Langwierige Angelegenheit. Nein! Aber ich glaube, der erste Fail erst heute. So, lass mal nachdenken. Also, Schienen haben wir genug. Redstone-Fackeln sollten wir noch. Wir müssen mal sowieso für die Lampen machen. Dann werden wir uns einiges an Redstone reproduzieren müssen. Führt leider kein Weg dran vorbei. Steht immer noch 7.36 Uhr. Welcome to the chat room. Sonst nichts weiter. Das ist schon ein wenig merkwürdig. Nein! Aber ich sehe auch kein Bild. Ich da vielleicht noch mal reloaden sollte. Ups. Ich werde mal den Tab hier neu laden. Kann doch nicht wahr sein. Reconnecting in 2 seconds. Also ist da wieder irgendwie Flash abgeschmiert oder so. Ich kenne doch das Elend.
Also ich glaube, es vergeht inzwischen kein Tag mehr, wo nicht irgendeine Update-Geschichte für Firefox kommt. Also das, inzwischen muss ich sagen, nutze ich dann doch schon eher lieber den Chrome-Browser, obwohl ich den gar nicht so häufig nutze. Da natürlich auch jetzt nicht die großartigen Unterschiede sind, aber jetzt so von der Optik, von der Haptik, sage ich mal. Muss ja auch sagen, es ist natürlich auch ein teures Unterfangen hier. Ja, auch die hochwertigen Lampen, nicht so wie früher, sich die zu ercheaten, sondern dann wirklich zu bauen. Also diese. Glowstone-Lampen aus dem Nether. ID 80 müsste das sein. Wie gesagt, auch aus Tradition heraus. So, das war eigentlich schon immer so. Passiert immer noch nichts. Vielleicht funktioniert es auch einfach nur nicht. Kommen wir ganz gut voran hier. Aber ich sag mal, bis zum Tunnelende ist es auf jeden Fall noch ein ganz schönes Stück dann da hinten. Also von hier, ich kann es so nicht sehen, das Tunnelende. Ja, und wie gesagt, das geht dann noch eine ganze Weile weiter. Irgendwann müsste ich auch vielleicht mal checken, ob denn da wirklich auch ein direkter U-Bahn-Anschluss ist. Oder ob wir da nicht noch erst auch dann in eine andere Richtung buddeln müssen. Also sprich dann Richtung, was hatte ich denn jetzt nochmal? Richtung Westen? Ja, auf jeden Fall auch über 90 Grad und dann tendenziell Richtung Drüsingen und. Was ist das dann da? Nordhauken, ja.
wollte es auch nicht sagen, wie gut es doch jetzt just gerade von der Hand geht. Das ist natürlich dann der Moment, wenn man dann wieder failt. Ach, Menno. Ist immer noch nichts. Weder, dass der Stream läuft, noch, dass irgendwas im Chat passiert. Also in Bezug auf Mozilla, das ist, es wird immer aufgeblähter. Es läuft immer beschissener. Ich meine, sicherlich habe ich da ein paar Tabs auf. Aber ich sag mal, das ist doch noch lange kein Grund, warum so ein Flash-Container sich mal eben auf, weiß ich nicht, 1,5 Gigabyte aufblasen sollte, könnte, müsste, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist mir ein Rätsel. Trotzdem ist es so. Ja auch eine große Unart ist, was mir jetzt so noch spontan einfällt bezüglich Mozilla, dass sämtliche Logins, die nicht über eine gesicherte Verbindung, also HTTPS gehen, da fliegt dann direkt das Passwort raus. Oh, schon leer. Da fliegt dann direkt das Passwort raus und dann kannst du dir dann erstmal kannst du dich wieder anmelden. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Wenn ich mich da einmal eingeloggt habe oder da einmal zumindest meinen Benutzernamen eingegeben habe, dass ich da nur noch das Passwort eingeben muss, dann muss das doch okay sein. Also ist, ich muss nicht immer und überall eine gesicherte Verbindung haben. Beziehungsweise habt ihr dann auch entsprechend nicht, wenn ich über ein Firmennetzwerk zugreife, direkt auf IP-Adresse im Netzwerk über HTTP. Es ist eine ungesicherte Verbindung. Nein, ist es nicht. Es ist eine Intranet-Verbindung. Das muss auch erstmal einer verstehen. Was sie immer mit ihren SSL-Zertifikaten haben. Nehmen wir nicht getraut. Sind sie sich sicher? Mann. Das interessiert doch heutzutage keinen mehr. So ein Zertifikat. Ob das jetzt von
Weiß ich nicht. Kannst du ja auch von deinem verstorbenen Onkel in Nigeria zertifizieren lassen. Wo man letztens übrigens wirklich 42 Millionen Dollar irgendwie gefunden hat. Die wohl nicht zuzuordnen waren oder irgendwie sowas. Und ich habe nie auf die Briefe geantwortet oder auf die Mails mit dem gestorbenen Verwandten in Nigeria. Dass man doch meine Kontodaten benötigt, um mir irgendwie Geld zu überweisen oder aus der Schweiz Geld zu überweisen oder was weiß ich was. Wollte gerade schon sagen. Besten wäre natürlich, wenn wir da wieder einen kompletten Stack Lampen herstellen. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Kriegen wir schon hin. Hallo? Das scheint irgendwo eine Hülle zu sein. Fehlrate ist doch heute echt hoch, eigentlich. Das ist echt so, selbst von den Bots kriegt man nichts mit. Ich weiß es nicht. Also wenn ich nicht schreiben sollte, oder ihr irgendwas schreibt und ich da nicht drauf antworte, eingehe, sonst was, dann tut mir das leid, weil ich kann einfach nichts sehen. Da ist, wie gesagt, selbst der Stream ist bei mir nur schwarz. Hat den gar nicht geladen. Auch nicht schlecht. Klopse einmal drauf. Hast du zwei von den Covern kaputt. Schön. Das haben wir. Sagen, fahren wir erstmal zurück. Wusch. Und gucken mal, dass wir dann Lampen an den Start bringen. Vielleicht nochmal ein paar Ressourcen nachlegen da. In Macerator und Ofen. Damit das da auch mal ordentlich weitergeht. Den Eindruck, das wird noch eine ganze Zeit dauern, bis wir da die ganzen Ressourcen abgebaggert, umgewandelt und zusammengetragen, überhaupt zusammengetragen haben.
Wir werden sehen. Da hinten geht's hoch. Zack. Kommt der denn jetzt auf einmal hergespawnt? Macht mir schon ein wenig Angst. Und wie gesagt, ich habe definitiv den Verdacht, dass die Enten und Hühner hier meine Hunde durch die Gegend schieben. Was ist der denn jetzt? Bist du dumm? Da setze ich da hin. Von mir aus. Bleib doch da sitzen. Doofe Töle. Das Ding ist leer. Gut. Dann können wir ja hingehen. Lass ihn mal raus. Ist schon wieder Nacht? Ja, ist denn schon wieder Nacht? Aber ist mal ganz einfach. Legen wir uns mal eine Zeit lang ins Bettchen. So. Und dann brauchen wir Glas. Das sind Fixtures. Oh, bitte. Da ist doch ein Energy. Ah. Ist da sogar schon drin. Das steigt nur langsam. Falsche Kiste. Hier. Habe ich die Lampen echt schon verbaut? Komisch das. Nun denn. Also, wir haben hier oh ja, das ist sehr gut. Da nehmen wir mal direkt zwei raus. Hier die Erde wandeln wir um. Und dann das brauchen wir. Auch ein ganzen Stack. Enttäuschend. Flugringenergie. Gucken wir mal, wie viel es gebracht hat. Jo. Das muss mal reichen. Jetzt brauchen wir noch Glas. Mal so 2,5 Stacks. Und dann laden wir ein Stückchen, können wir uns noch so machen. Haben wir da halt nicht mehr so viel Energie drin, aber was soll's. Gut, dann bauen wir uns mal Glasscheiben. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Das reicht dann auch sogar schon.
Hier. Zack. Zack. Und zack. Jetzt müssen wir den Luma herstellen. Und dafür brauchen wir müssen da mal echt einen Diamanten reinschmeißen. Das hat doch alles gar keinen Zweck. Oder drei. Könnten wir nämlich auch mal eben hier unseren Ring voll aufladen. Zwei. Für drei Diamanten. Da gibt es da nicht ganz so viel. Der ist voll. Das ist sehr schön. Da bleibt auch noch Energie über. 9 Stücke haben wir noch. Wir brauchen aber noch reichlich mehr. Das mal. Haben wir ja zum Glück das eine oder andere Bäumchen gefällt. Gut. Dann haben wir 64 Redstone-Fackeln. Das Luma können wir auch sogar auf Tasche zusammenbauen. Das ist auch sehr schön. Zack. So, 64 Lampen. Noch die Frage, ob wir nicht sogar noch ein paar Glasscheiben mitnehmen sollen. Beziehungsweise Cover. Kann eigentlich nicht schaden, ne? Jetzt haben wir 2 Stacks davon. Ja, was ist denn jetzt hier mit die Maschinerie? Was sollen wir denn mal noch hier klein orgeln? Kupfer, wa? Mal so. Gehen in der Zwischenzeit mal eben gucken, wie es denn hier um unsere Quarry steht. Die müsste ja eigentlich fertig sein. Jedenfalls kommt da nichts mehr nach. Ist natürlich wieder alles verglitscht hier. Wie immer. Oh. Da sind wir aber noch nicht fertig. Oder wie oder was? Oder wer? Viel ist nicht mehr drin. Wo ist der Eimer mit Wasser? Da. Ist natürlich die Frage, ob wir das von hier aus dann zugemacht bekommen. Sieht nicht danach aus. Das könnte schon besser funktionieren.
Na super, ey. Kann doch wohl echt nicht wahr sein, ey. Numero uno. Numero due. Oh, hier ist Gold. Ach ja, das hatte ich ja dann für die nächste Quarry schon vorgesehen. Nix wie raus. Quarry läuft. Wie sieht's hier aus? Schön. Machen wir erstmal noch eine Lage. Oh. Wie wandert denn jetzt nochmal 512, wa? 128, 256, 8 Stück also. Sind wir ja schon fast alle beisammen. Grunde. Sechzehn und eins, kann das? Nee. Ganz so viele waren es dann doch nicht, aber egal. Haben wir eben eine über. Sehr schön. Damit haben wir das ja hier dann schon quasi erledigt. Was wir dann als nächstes bräuchten, sind die Schaltkreise. Dafür brauchen wir auch einiges an Refined Iron. Das ist Tin, das ist falsch. Das haben wir nämlich Electronic Circuits. Und davon brauchen wir reichlich. 1024. Ah, Base Muttergolem. Ah, es schreibt jemand was. Was für Name? Also den Mods macht mit ihm, was er wollt. Smithers Release the Hounds. Mal gut, dass du nicht leise bist. Mal gut, dass du den Chat nicht liest. Ja, wie gesagt, ich hatte das vorhin schon erwähnt, dass ich da irgendwie nichts angezeigt bekomme. Ich sehe ja auch quasi gar nicht meine Vorschau. Zeigt nichts an. Ist wahrscheinlich wieder irgendwie Mozilla kaputt. Mozilla kaputt, Mozilla kaputt. Refined Iron. Wir brauchen sowieso grundsätzlich noch reichlich Eisen. Also so ist es nicht. Nur das Tin. Da haben wir jetzt genug. Na gut, haben wir hier immer noch zwei Slots frei, um hier Nikolite unterzubringen, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche. Zumindest im Moment noch nicht. Wer weiß, was noch kommt. Dann Redstone brauchen wir noch, um uns noch ein paar Redstone-Fackeln zu machen. Können wir nämlich noch ein paar Schienen verlegen.
Da bin ich nämlich auch noch verlegen drum. Möps, None. Da haben wir eigentlich alles wieder, ne? Davon haben wir noch genug. Eigentlich kann ich das Glas auch mal auslagern. Cover haben wir ja jetzt reichlich. Den lassen wir auch mal hier, den Redstone. Ja, ich glaube, so können wir das machen. Also, wer immer die Hunde hier verschiebt. So ein bisschen den Eindruck, als wenn es hier zu dunkel wäre, dass deswegen... Schon wieder ein Ei. Dass deswegen da nicht so schnell der Rasen nachwächst, beziehungsweise... da die Blumen auch rausplüppen. Es ist zu dunkel. Vielleicht wollte unser Bäumchen hier deswegen auch nicht wachsen. Warte mal. Eins, zwei... So, und da hinten der dritte. Ja, ist klar. Wer schiebt denn den Lautstärkeregler auf minus 10? Ich? Das kann ja jetzt erstmal dauern, eine Runde. Und dauern! Und dauern! Fünf Eier? Boah. Das ist natürlich nicht schlecht. Könnten wir uns eigentlich mal Eierbrote rausmachen, zum Beispiel. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wo wir letztendlich sind. Ne? Wo wir sind, wo wir es waren und wo wir hinwollen. Fick. Zack. Menu. Das Glas ist härter als Marmor, ist auch nicht schlecht. Gut. In einem Land, in dem man das Gewitter auch 50 Meter unter Tage hört, wundert mich das nicht. Thank you.
Die haben Full House. Marco, Kevin, Snone, Sterni und ich. Und Danilo war auch da. Who the fuck ist Sterni? Jetzt können wir nochmal eben die Waggons ein Stück weiter schieben. Dann ist die Brechstange nämlich auch auf. Ja. Wo hat er sich die denn jetzt wieder hergezogen? Ist da etwas kaputt? Kann das sein? Natürlich wieder Spannung, Spaß und Spiel, ob nicht irgendwo Lava aus der Decke sippt. Was ja nicht sehr unwahrscheinlich wäre. Nein. Da. Hier hätte man natürlich auch nochmal gucken gehen können, ob denn hier nicht noch irgendwas Wertvolles abzubauen wäre. Schienen zum Beispiel oder Holz. Lava. Gold in der Decke. Da hinten ist auch noch Gold. Sagen, da gehen wir noch mal gucken irgendwann. Vielleicht finden wir dann ja auch noch die eine oder andere Kiste, wo wir dann noch ein bisschen Eisen rausziehen, beziehungsweise Stahl rausziehen können. Lassen wir es erstmal dabei. Nachher haben wir wieder zwei zu wenig oder so. Ich kenne auch mein Glück. Ich würde sagen, das ist so ein Creeper. Na, blöder Waggon. Wo fährt er hin? Rennen lassen. Kevs Torte. Okay. Der hält da an, das ist sehr gut. Schiene? Nee. Beschleuniger wollte ich nicht haben. Gut, haben wir noch 8 Lampen über. Beziehungsweise, warte mal. Müssen wir jetzt auch noch die Glasgeschichte draufsetzen? Aber 64 werden es nicht sein. Tja, und... Ah.
Da sind die Schienen. So, wir brauchen auch noch die Blöcke wieder. Weil das ja sonst leider irgendwie nicht funktioniert. Warum? Ich habe keine Ahnung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. Erst zeigt es voll an und dann ist es dann doch kaputt. Also muss ich nicht nachvollziehen können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. Dort. Hallo Muskafox. Machen wir das dann gleich, wenn wir das vertäfeln. Ja. Ja, ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hinten ist sogar schon fast Ende. Beziehungsweise Ende der Ausbaustrecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wuppie. Hat er noch hergesippt. Geht doch. Das geht doch. So, den letzten setzen wir dann am besten wieder ohne Beschleuniger. Dann wissen wir, dass wir da aufgehört haben. Keine Brechstange mehr dabei. Über die PS4 Twitch-App geht es, nur mit dem Kindle-Stick nicht mehr. Mysteriös. Hast du denn da vielleicht schon mal irgendwie in einem Forum nachgeschaut, so gerade irgendwie, oder FAQ, Fuck My Life bei Amazon irgendwie, weil es gehört ja auch zu Amazon. Es ja, wäre dämlich, wenn eine Seite, die quasi dem Verein gehört, der das Hardware-Device baut, mit dem man es empfangen kann. Also ich würde da zumindest mal gucken. Weil sowas, das tut dann, glaube ich, so einer Firma auch weh, wenn man dann sagt so, ja, mit der PlayStation geht das, aber nur mit eurer Hardware nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oder man stellt die Frage auf gutefrage.net. Da schmökere ich ja auch ab und zu mal. Das ist so ein bisschen wie... Achso, ich wollte ja eigentlich den Beschleuniger weglassen, ne? Naja, egal. Dann bauen wir von hier die Vertäfelung da rein und dann ist das alles schön. Kann mich gar nicht entscheiden gerade. Augenblick. So, dann fangen wir hier mit der Vertäfelung an. Dann können wir die Lampen sowieso... hier die Fackeln abreißen und... schon mal ein Glascover draufsetzen. Irgendwas wollte ich jetzt noch erzählen, aber ich habe es wieder komplett vercheckt, ey. Achso, ja, gutefrage.net. Ja, kann ich nur empfehlen. Sollte man mal gesehen haben. So ein bisschen wie in fortgeschrittenem Alter Dr. Sommer lesen. Und noch schlimmer. Also ich fand Dr. Sommer ja schon immer peinlich, aber das, was da auf der Seite steht, da weiß ich, also... Das hatte auch einer vertweetet. Wie war das denn nochmal? Ja, links posten geht leider nicht. Das, ja. Oder das, was der Nightbot dafür hält. Ja, vertweetet. Und zwar die Frage, ob man denn eine Abtreibung auch nach dem Sex durch einen Staubsauger durchführen könnte. Weil die junge Dame hätte das ja auch schließlich mal bei South Park so gesehen. Als damals in den 90ern, Anfang, Mitte der 90er, Beavis and Butthead auf MTV liefen, sonntagsabends um 23 Uhr, habe ich mir damals noch jedes Mal gedacht, es gibt gar keine Jugendlichen, die so bescheuert sind wie Beavis and Butthead. Das ist wirklich eine Satire. Und als die damals dann vor 5, 6 Jahren wieder neu aufgelegt worden sind, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln damals dann liefen, 2, 3 höchstens, habe ich festgestellt, es gibt gar keine Jugendlichen, die nicht so sind wie die. Bitte keine Links. Was versuchst du denn da zu posten? Vielleicht kann Dr. Snone da ja weiterhelfen und da mal den Link gewährleisten. Oder so. Gibt es doch mit Sicherheit die Option, dass man so einen Link auch mal durchgehen lassen kann. Ist hier ein Andy. Und es ist kein Andy Strauß. Da geht's schon wieder los. Jetzt zieht er wieder das Glas hinterher. Das müssen wir mal direkt unterbinden hier. Das weg. Halt gleich noch mal eine Runde Cover schneiden. Das machen wir dann. So, 12 Schienchen haben wir da noch. Die können wir eigentlich auch direkt in den Rucksack packen, wa? So, die und wo wir hier hinten schon mal sind, da könnten wir eigentlich auch die Trasse weiterführen. Hier, weiß ich nicht, hier hatte Cyrus irgendwie eine Treppe nach oben gebaut. Zu einem Vulkan. Was auch immer.
Ja, geht wie gesagt mit allen Geräten bis auf den Stick, aber echt immer nur bei deinem Stream. Bei meinem? Nur bei meinem? Okay. Ja, mein Stream ist halt was ganz Besonderes. Der Sound ist zu leise. Der Stream ruckelt. Mein Streaming-Rechner. Gerade ist er wieder überlastet. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Andere kriegen davon kreisrunden Haarausfall. Am Hintern. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Manchmal bin ich auch einfach nur resigniert. Warum auch jetzt meine Stimme wieder zu leise sein soll. Will ja auch nicht wirklich weiter aufreißen, weil da ist dann nämlich das Problem gegeben, dass dann das alles anfängt zu klippen. Weil übersteuert. Dann hört man sich nämlich so an, wie manche Leute auf YouTube, die dann meinen, Hauptsache alle Regler nach rechts und der rote Balken muss immer oben sein, da wo Peak steht. Am besten auch das Lämpchen dann auf Dauer brennend. Und um dann noch alles zu toppen, fehlt natürlich noch ein gepflegter Tourette. Hurensohn, Hurensohn! Wichser, Wichser, Arschloch. Mit allen Geräten ist auf den Stick, aber echt nur bei meinem Stream. Ne? Wie gesagt, ich habe da keine Erklärung für. Aber ich glaube, man kann auch inzwischen die Qualität des Streams einstellen. Also nicht mehr nur bei den Kanälen, die man abonnieren kann, sondern auch bei den normalen Streams. Da kann man entsprechend die Streaming-Qualität einstellen. Es könnte auch sein, das müsste ich mal nachvollziehen, mal schauen in den Optionen, ob ich den Stream nicht ab 18 habe. Wobei, wenn nur ich es bin, dann weiß ich ja auch nicht. Vielleicht bin ich einfach zu hässlich für den Amazon Fire Stick. Das möchte ich auch nicht ausschließen. Dass es da so eine gewisse künstliche Intelligenz gibt, die dann da sitzt und Alexa vielleicht, die dann dafür zuständig ist, die hässlichen Menschen aus dem Live-Angebot dann da rauszunehmen. Oder so eine User-Betrollung, wo dann sämtliche Kanäle, denen man folgt, einfach nicht angezeigt werden. Oder zumindest nicht schön angezeigt werden. Ich würde da einiges unterstellen. Hier fast am Ende angekommen. Wir könnten ja schon mal hingehen und zumindest die Seite hier machen. Andere Seite sparen wir uns dann mal auf. Damit wir das nicht auch noch extra weghacken müssen, wenn wir dann da die Beschleuniger reinlegen. Ich sehe dich auch nicht unter den Follows beim Stick. Bei den anderen Geräten sehe ich dich. Wie gesagt. Vielleicht zeigt Amazon da nur die hübschen Menschen an. Keine mehr da? Glatt noch welche schnitzen. Ich habe jetzt natürlich auch nicht drauf geachtet, wie viele Sticks man denn dann letztendlich schneiden kann mit einer so einer Säge. Eben. Räuspern.
Technik mag mich einfach nicht. Darin könnte es natürlich auch liegen. Das ist eine technologische Weltverschwörung gegen den Rotzkocher. Nein! Dieses impertinente Wesen wollen wir nicht in unserer Online-Welt haben. Einfach zu viel Shitposting betrieben in letzter Zeit. Den müssen wir jetzt erstmal rausnehmen. Nicht, dass er noch anfängt, in seinen Streams irgendeinen Quatsch zu erzählen. Was ich ja sowieso schon immer tue. Ich weiß ja gar nicht, ob der hier überhaupt irgendwas hingebaut hat. Die sture Alexa ist wohl fremd gegangen. Alexa. Ich frage mich, ob Cyrus hier eigentlich noch irgendwas hingebaut hat oder ob er nur einfach gesehen hat, ho, hier ist ja ein Vulkan. Bauen wir hier mal eine Treppe nach oben. Aber schön mit feinstem Koblee ausgelegt hier. Tischler Alexa, bist ihr wohl fremdgegangen? Alexa fremdgegangen? Verstehe ich jetzt nicht. Ein Überwachungsapparat habe ich noch nicht in meinem Besitz. Wird es auch mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nie kommen. Könnten wir nochmal eben die 8 Meter hier reintrümmern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Brauchen wir natürlich aber auch wieder die Glascover. Keine Beschleunigerspuren gesetzt. Lassen wir das auf der Seite da rechts einfach mal frei und setzen die dann später erst ein. Geldverschwendung. Ich brauche kein Siri für 179 Euro. Ich weiß gar nicht, was der Spaß kostet, aber 180 Euro ist für
so ein Überwachungsgerät, dass man sich auch noch freiwillig in die Bude stellt. Ein sportlicher Kurs. Auf jeden Fall. Gar nicht, was er hier so weiter vorhat, wie das dann gestaltet werden soll, ob das überhaupt gestaltet werden soll oder ob wir nicht einfach hingehen und da ganz nonchalant hier einfach ein kleines Türchen reinbauen, wo man dann ganz heimlich aussteigen und nach oben gehen kann. Aber das können wir dann ja auch später irgendwann noch gucken. Vergessen, die Wand dicht zu machen hier. Mach, wie du lustig bist. Ja, ich würde ja wirklich hingehen und das dann hier so zumachen, bis auf eine Tür oder eine Doppeltür, die dann einfach hier so endet mit dann Druckplatten und dann kann man hier so reingehen. Aber wie gesagt, können wir ja immer noch gucken. Keine Eile. Gut Ding will Weile haben. Ach ja, und einen fröhlichen 420 wünsche ich euch noch. Ist ja auch noch. Weiß zwar nicht, wie man auf sowas kommt, aber... Scheinbar mussten die Amerikaner sich irgendein Codewort für illegalisierte Substanzen ausdenken. Deutschland ist der 20.04. natürlich geschichtlich anderweitig behaftet. Aber in Amiland ist 420 halt... irgendwo auf der Welt ist es immer 20 nach 4. Jo, kann man machen. Ja, ja, es reagiert auch an manchen Stellen ziemlich unausgereift. Und mal im Ernst, wer braucht einen Teil, auf dem er seinen Einkauf spricht? Also was braucht als Eimer oder Gehirn wie ein Sieb? Also im Grunde genau das Richtige für mich. Ich habe zwar noch keinen Alzheimer, kann ja noch kommen, aber ein Gedächtnis wie ein Sieb, was so manche Sachen angeht, habe ich auf jeden Fall. Nur... Was mich so ein bisschen stört, ist, dass das alles immer mit künstlicher Intelligenz da angegeben wird und das ist es einfach nicht. Es ist künstlich, aber es ist keine Intelligenz. Intelligent oder Intelligenz würde ich dem Gerät unterstellen, wenn ich mit dem Gerät kommuniziere und nicht unbedingt erkennen würde, dass es sich dabei um ein Gerät handelt. Turing-Test zum Beispiel. Oder ein etwas näher liegendes Beispiel, was gar nicht so abwegig ist und durchaus in den nächsten 5 Jahren, wenn nicht sogar 10 Jahren, also
eher 10 Jahren Realität werden würde, das ist der Film Her. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schöner Sonntags-Nachmittags-Streifen. Eine flockige Rom-Com mit einem philosophisch doch tiefgehenden Thema. Also diese Menschwerdung, diese eben künstliche Intelligenz, die dann aber in dem Fall auch von einem Konzern stammt. Spoiler, Spoiler. Und darum geht's also in dem Film. Wie gesagt, kann man sich mal geben. Sollte er irgendwo zu finden sein. Bei Amazon Video zum Beispiel oder bei Netflix. Oder bei einem anderen Streamingdienst eures Vertrauens. Herrlich unaufgeregt. Ähnlich wie auch Ex Machina, was ein ähnliches Thema, aber auf andere Weise aufbereitet, thematisiert. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Den kann man sich auch mal geben. Habe ich im Übrigen auch auf meiner Watchlist. Ohne da jetzt Werbung für machen zu wollen, aber den kann man sich mit Amazon Prime angucken. Ebenfalls ein sehr schöner Film, den man sich mal sonntags nachmittags anschauen kann, ist natürlich dann aber schon für etwas abgebrühtere Gemüter, wollen wir mal sagen. Also der ganze Film an sich ist mehr oder weniger ein Kammerspiel, allerdings geht's dann geht zur Sache, kann man mal sagen. Physisch und psychisch. Also ist jetzt nicht das Kuschelkino, wenn man mit seiner besseren Hälfte am Sonntagnachmittag auf der Couch liegt. Das ist dann glaube ich, vielleicht dann eher so schon eher. Ist aber wäre wahrscheinlich auch eine gute Samstagabendunterhaltung. Also ist ein sehr guter Film, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Und ansonsten gibt es in der Richtung natürlich noch reichlich. Ja, und wie heißt der Film jetzt? Her heißt der Film. H-E-R. Sie. Oder, ja, sie. Her. Oder Ex Machina. Wie gesagt, den kann man sich momentan bei Amazon Prime so angucken. Amazon hat den bestimmt nicht. Ja, doch. Ich meine, den da auch schon gesehen zu haben. Allerdings nicht im Prime-Paket. Also den müsste man sich dann ganz normal kaufen. Ob der sich jetzt lohnt? Ich frage mich sowieso, ob es sich lohnt, Filme zu kaufen. Ja. Weil wie oft guckt man so einen Film nachher letztendlich? Habe ich ja bei meinen DVDs auch. Wie oft guckt man sich die wirklich an? Also bei manchen Sachen bin ich natürlich froh, die auf DVD zu haben. Wobei dann natürlich auch die Qualität nur eher so mäh ist. Aber wenn man einfach 1080 aus dem Internet gewohnt ist, verwöhnt ist quasi damit, dann ist da so eine SD-Auflösung von DVD. Nicht ganz so geil.
Höchstens nur so semi. Nein. Ja, wie gesagt, in diesem Gewässer, da gibt's ja einiges. Ist ja so ein bisschen auch trendig, sowas. Ist vielleicht auch gesellschaftsfähig geworden. Ist ja eher Science als Fiction inzwischen. Was ich noch empfehlen kann, ist die, ich weiß gar nicht, ob sie aus Schweden ist. Ich meine aus Schweden. Real Humans, die Serie. Die beschäftigt sich mit einer ähnlichen Thematik. Dann zwar in einer, ja, auf einer Erde, aber nicht auf unserer Erde. Also in einer, quasi in einer Parallelwelt, die aber ähnlich tickt wie unsere. Wo es dann im Grunde ganz normal ist, Haushaltsroboter zu haben. Die dann aber auch nicht nur wie mein kleiner Roomba sich auf Rollen durch die Welt bewegen und überall mit dem Kopf gegenschlagen, sondern halt schon so eher die Deluxe-Variante von Real Doll. Mit entsprechender künstlicher Intelligenz. Auch vielleicht dieser Trugschluss. Ich weiß nicht, ob das nur Augenwischerei ist, aber das sind, selbst wenn es eine KI wäre, also eine künstliche eine Intelligenz, ist es immer noch eine künstliche Intelligenz eines Unternehmens. Es ist ja keine selbstständig operierende, sondern eine im Auftrag eines Großkonzerns wild verarbeitende, ja, dann in dem Fall Intelligenz. Selbstständige Intelligenz wäre ja eigentlich eher sowas wie in William Gibsons die Neuromancer-Trilogie, ne? Wintermute. mit Schweizer Staatsbürgerschaft. Künstliche Intelligenz mit Schweizer Staatsbürgerschaft. Nächste Woche Urlaub, da schaue ich mal durch. Ja, man muss sich natürlich so ein bisschen in dem Science-Fiction-Genre zu Hause fühlen, sage ich mal. Man muss das schon mögen. So mit Roboter und künstlicher Intelligenz. Aber wie gesagt, also hör... Ich weiß auch gar nicht, wie der Hauptdarsteller heißt. Ich will immer Heath Ledger sagen, aber es ist nicht Heath Ledger. Aber auch ein anderer, ziemlich bekannter. Also den kann man sich auf jeden Fall mal schön sonntags nachmittags nach dem Mittagessen bei Mama lecker Wanst vollschlagen und dann auf die Couch packen und hörgucken.
Und wenn man heute unbedingt, also am 20.04. einen bekloppten Roboterfilm gucken will, der so ein bisschen thematisch zum Tag passt, also dass man sich erst einen Joint raucht und dann den Film guckt, dann sollte man sich, ich meine, es ist ein japanischer Film, könnte auch koreanisch sein, ich bin mir nicht ganz sicher. I'm a robot, but that's okay. So als Tipp. Da muss ich doch auch noch zumachen. Ja, genau. Der ist ein wenig abgedrehter, wollen wir mal sagen. Geht da auch eher um eine psychische Störung bei einer Frau, aber ihre Sicht auf die Welt ist dann doch schon teilweise ziemlich witzig. Ja. Kann man sich mal geben. Aber wie gesagt, das ist dann auch eher so samstagsabends oder so wie heute. Was haben wir heute? Osterwoche. Heute ist Dönerstag. Gut, Dönerstag ist heute. Schön abends spliffen und dann den bekloppten Streifen angucken. Über die Serie Real Humans, wo man die herbekommt, kann ich reichlich wenig sagen. Denn die lief vor einer Zeit, also die erste Staffel vor ein, zwei Jahren, lief die mal auf Arte oder Dreisat, ich weiß es nicht mehr genau. Und die haben dann natürlich dann auch diese Serien für eine gewisse Zeit in ihrer Mediathek, und mit dem Mediatheken-View konnte man sich dann die Dinger dann natürlich entsprechend in HD-Qualität runterladen, was ich dann natürlich auch gemacht habe, die dann also auch auf meiner Fetzplatte archiviert. Die ist wirklich gut gemacht und down to earth, also die ist nicht abgehoben. So wie, weiß ich nicht, iRobot zum Beispiel mit Will Smith. Also für mich als Asimov-Fan ist dieser Film ein Schlag ins Gesicht. Nicht, dass er auch gute Passagen hätte, aber bevor ihr euch so einen Rotz antut, lest lieber Asimov. Sowieso eine Galionsfigur des Science Fiction. Also wer wissen will, wo Nick Valentine und Commander Data zum Beispiel aus Star Trek TNG ihre Inspiration herhaben oder wo, auf wessen Ideen sie fußen, der sollte wirklich mal Asimov lesen. Weil der war definitiv zuerst da. Er hat ja damals in den 40ern und 50er Jahren erst in Zeitschriften Kurzgeschichten veröffentlicht. Gibt es dann auch eine sehr schöne Zusammenfassung, die Robotergeschichten, wo dann auch teilweise schon die drei Robotergesetze erörtert worden sind. Von denen ich auch eigentlich, also ich würde es eigentlich von den Vereinigten Nationen gerne sehen, dass diese Gesetze auf jeden Fall auch so eingehalten werden, dass diese Sachen in Maschinen hardgecodet werden, dass da keine Veränderung zulässig ist, softwareseitig. Und,
Denn gestern zum Beispiel hatte ich noch ein Video gesehen von einem russischen Roboter, also ähnlich wie Boston Dynamics, nur dann eben auf russischer Seite und dann auch nicht mit lustigen Hundespielereien, wo dann noch echte Hunde bei sind und die dann gegenseitig an ihren echten oder virtuellen Geschlechtsteilen rumschnüffeln, sondern dem hatte man zwei halbautomatische Pistolen in die Hände gegeben und der konnte aus der Hüfte alle Ziele treffen. Also von daher weiß ich nicht. Das muss nicht sein. Weil ich glaube, wir haben alle Terminator 2 gesehen. Solche Filme wie I'm Legend finde ich episch. Was wäre, wenn Filme? Ja, I'm Legend ist schon nicht schlecht. Den kann man sich sicherlich mal geben. Ich bin da, denke ich mal, durch ältere Filme auch noch geprägt. Also jetzt auch gerade im Zuge der Neuverfilmung schräger eine Serie rausmachen, Westworld, das Original mit Jules Brünner. Grandioser Streifen. Wenn man wissen will, wo Arnold Schwarzenegger seine Moves für den Terminator herbekommen hat, der sollte sich den Film mal angucken. Klassiker. Als ich den damals gesehen habe als Drops, da... das war schon spooky. Oder was wäre, wenn... ist auch gut, Logan's Run, Flucht aus dem 23. Jahrhundert. Roboter spielen da aber nur eigentlich eher eine nebensächliche Rolle. Wo dann schon eine etwas größere Rolle wieder für Roboter ist. Das ist einmal das, wie heißt es, das letzte Experiment mit dem Raumschiff, das noch hier Fauna beherbergt und durchs Weltall fliegt, weil auf der Erde alles Schrott ist. Mit den kleinen Robotern und irgend so einem Gärtner. Keine Ahnung. Aber ich meine, so hieß er. Und auch mit einer meiner Lieblingsfilme, wo ein Roboter mitspielt, das ist Das Schwarze Loch mit Maximilian Schell. Absoluter Klassiker. Quasi das der Event Horizon der 70er, könnte man sagen. Weniger Schockeffekte, dafür mehr Style. Also das muss ich ja auch sagen, bei vielen modernen Filmen, ne, so... da fehlt mir einfach der Style. Es wirkt oft lieblos und hingerotzt. Ja. Jetzt auch in Anbetracht von, wo wir dann auch wieder bei dem Thema sind, Roboter, Menschwerdung. Wann wird eine Maschine zum Menschen? Sind Maschinen Menschen? Umgekehrt. Ghost in the Shell. Das Anime-Original ist absolut grandios. Mit 85 Minuten, glaube ich, auch gar nicht zu lang. Wer den noch nicht gesehen hat, absolute Sehensempfehlung. Gerade für nach so einem... Ist hier eigentlich die Beschleunigerspur an? Ich glaube ja nicht, wa? Das ist mit Sicherheit gut nach einem... Nee, ist nicht an. Durch zechten Wochenende an so einem sentimentalen Sonntag, da kann man sich den mit Sicherheit super angucken. Also den Anime jetzt. Das die Realverfilmung jetzt, wo sich ja Gott und die Welt darüber aufgeregt haben, dass die Motoko Kusanagi, also die Hauptdarstellerin aus dem Film, durch eine amerikanische Schauspielerin dargestellt wird.
Da kann ich nur sagen, ja, Leute, dann habt ihr, glaube ich, den Anime nicht geguckt oder die Serie, die danach kam, Standalone-Komplex, nicht gesehen oder wollt einfach nur blöde mitreden, weil der Originalkörper von Motoko Kusanagi ist eben ein amerikanischer Cyborg. Also von daher würde es keinen Sinn machen, wenn dieser dann eben Schlitzaugen hätte. Jetzt kloppen wir hier noch ein paar Beschleuniger rein. Was wäre Fremdfilme? Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Ja, ansonsten. Was wäre. Oh. Andere, was wäre, wenn Filme? Ich bin da gerade in einem quasi Roboter-Erzählrausch. Aber ich glaube, Terminator ist ein recht guter Film, wenn es darum geht, was wäre, wenn. Was wäre, wenn die Roboter uns mal so ordentlich aufs Fressbrett hauen würden? Jetzt kommt da wieder die Lava rein. Ich glaube das doch nicht. Oh. Ups. Geht doch. Hätten da ja auch Wasser reinkippen können, also. Ich glaube, Brechstangen habe ich auch keine mehr, ne? Hatte ich doch vorhin schon geguckt. Nee, habe ich keine mehr. Na super. Müssen wir halt ein Stück schieben. Wenn wir schon bei Asimov sind, dann gibt es noch einen sehr schönen Film, einen sehr schönen Film mit Robin Williams. Robbie oder Robin? Einer war Sänger, der andere Schauspieler. Also ich meine mit dem toten Schauspieler. Der 200 Jahre Mann. Das beruht auch auf einer Kurzgeschichte von Asimov. Aber der ist, glaube ich, auch ziemlich lustiger Streifen. Also das ist lustiger Streifen, aber ein ziemlich guter Streifen, den man sich dann sonntags nachmittags mal auf der Couch angucken kann. Das hat mich verzählt. Ich sollte nur eins machen. Ich sollte seriell, nicht parallel arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Die Dinger gehen nicht kaputt. Das finde ich super. Wir sind schon wirklich fast am Ende hier. Eine geht noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh. Oh, hier geht aber tief runter. Gut,
dann machen wir hier nämlich keine Beschleunigerspur rein. Lampen hatten wir alle weg. Würde ich mal sagen, fahren wir mal wieder zurück. Gucken wir mal, wo wir denn hier sind. Wir sind hier bei 3033. Ich glaube, das werden wir uns da morgen mal angucken. Es sind schon ein paar hundert Meter. Ich weiß nicht mehr genau, wo das dann... 3700 oder so. Ist ja aber hier für die Haukenland-Verhältnisse durchaus noch übersichtlich. The Man from Earth ist auch sehr gut. Ja, erzählt vom Leben von der Steinzeit bis heute. Echt interessant. Auch so die Theorie, überhaupt die ganze Story von dem Film, auch mit dem Lehrer, dass der dann nach 10 Jahren da quasi seinen Job kündigt und abhaut so, und der dann da seine Kollegen hat und dann halt so halt mal eben locker flockig anfängt zu erzählen. Das ist, ja, stimmt, der ist wirklich sehr gut. Auch so wieder dieses vollkommen unspektakuläre, einfach so ein Kammerspiel, ein paar Leute, eine gute Story, eine gute Idee, super umgesetzt. Also jetzt kein Hightech, Pipapo, Popcorn, Kino aus Amiland, sondern mal richtig was mit Belach. Doch, den fand ich auch sehr gut. Den kann man sich auf jeden Fall so ins Regal stellen. 3931 sind wir also bei knapp 900 Metern, die wir schon haben. Und sind, glaube ich, noch 2000 weitere. Real Talk. Und jetzt schmeißen wir hier erstmal rein. So, das auch, damit er dann nicht immer die Glasscheiben nachzieht. Da können wir ja morgen gucken. Vielleicht können wir da noch... Ah ja, wir brauchen Schienen. Einerseits Kupfer für Schaltkreise. Andererseits brauchen wir das Eisen auch dann... um da Refined Iron von zu machen. Also dann nochmal das Eisen in den Ofen schmeißen, um dann... warum startet das nicht so? Weil da noch Tin drin ist. Und dann nachher... Maschinenblöcke bauen zu können. Man konnte doch auch aus anderen Materialien noch Schienen bauen. Ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr aus welchen. Ja, natürlich aus Gold. Dann ist natürlich... Das wäre dann eine echt teure Bahn. Nur mit Goldspuren. Utopisch. So viel Gold haben wir dann nur auch wieder nicht. Den Macerator müssten wir mal füttern. Am besten auch mal mit Eisenerz. Vielleicht sollten wir morgen auch erstmal noch die Quarry umsetzen. Das wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee.
wenn wir dann mal einen ganzen 8 Stacks haben, dann werden wir nochmal so eine Lageröfen bauen. Hier, Refined Iron. Und da brauchen wir reichlich von. Reichlich. Naja.